Willkommen zurück zum Let's Play von Mittelerde Schatten des Krieges. Folge 91 nun. Ach, der tapfere Waldläufer rennt tapfer davon. Genau in meine Falle. Okay, ich wollte euch gerade die Festung angreifen, aber du kommst mir gerade recht. Rekrutieren. Ich bin auserwählt, Meister. Ich bleib wachsam. Ach, da bist du. Okay. Da bist du eben auch ein Spion, ist jetzt egal. Ich dachte, ich kann mit dir angreifen. Also eigentlich sogar noch viel besser, weil du bist ja im Prinzip dann schon in der Festung drin. Das heißt auch, ich habe eigentlich nur zwei Leute zum Angreifen. Wo ich den hinsetze. Überhaupt. Langsbestien will ich keine mitnehmen. So, ja, ich habe jetzt hier. Kann ich mich hier direkt? Nee. Den einzigen schon, die ich nehmen kann, sind schon drin, ja, genau. Wie positionieren wir sitzen? Hier könnten die Fernbogenschützen, Feuerschützen. Guck auch, hier geht wilder Drache, Kriegskrankers Brot. Wir gucken mal, was wir brauchen. Was genau hast du? Okay. Ein paar Chance vor Spinnen. Was für Morgoth fliegen. Okay. Kränklich ist auch für die Spinnen. Schleichen, okay. Und hier. Okay, also einmal für die Spinnen. Das heißt, du kommst bitte einmal zu den Spinnen. Das wäre hier. Da kommst du bitte einmal hin. Mal die Spinnen und dann brauchen wir was. Ich würde sagen, wir haben das nicht. Da brauchen wir hier oben was zum Sprengen. Dorthin. So, dann starten wir das. Ja, das ist richtig, aber ich habe lauter Spione drin, das ist besser so. Weil da sind die schon drin. Und wir kommen ganz schnell rein, die Sprengmeister. Thank you.
Also ist er zurück. Na los, Jungs. Zeigen wir ihm, wie wir ihm die Festung entrissen haben. Immer wieder. Mhm. Das ist mehr als eine Festung. Es ist eine Fabrik. Wir bauen hier die Waffen des Kriegs. Klingen und Spieße aus Eisen, viel härter als Stein. Unsere Produktion hat kein Ende. Und deine Schmerzen finden ebenfalls keins. Jederzeit, Herr. Wir sind bereit. Mehr als bereit.
Felsen hier. Ich schwöre meine Treue. Das ist sehr schön. Ich kämpf mit dir. Ach, du hast jetzt zwei Leibwächter, ist ja toll für dich. Der helle Herrschein sendet Grüße. Der hat keine Chance. Gefällt mir gar nicht. Das ist für den hellen Herrscher. Ich hoffe, der macht einen Gleichhalt. Gar schon zu uns, egal. So. Ist jetzt an der Zeit, den Thronsaal zu stürmen. Und endlich wieder unsere Festung zu übernehmen. Ich bin der Herr dieser Festung. Ein flammender Hammer. Okay, nicht schlecht.
zeigen, was du kannst. Du hast Furcht vor Festnageln, Angst und bist vor Explosionen. Schlimmste ist, du bist behende und hast gibst uns keine Chance, wenn wir im Runden sind. Du wirst sterben! Jawohl, dafür hätte ich mitgenommen. Mit Ortok das tut. Wieder uns. Sehr, sehr schön. Und wir setzen Ortok ein. So hast du eigentlich so viel Angst vor allem möglichen. Das ist echt schlecht. Ist egal. Bist hier aus sentimentalen Gründen. Der Oberherr. Gute Leute eingesetzt. Benno geht nochmal hier oben hin.
noch. Ach komm, du rückst den noch mit dazu. Das ist immer schlecht, Lohnsteine. Das ist echt mal kein schlechter durch. Okay, Leute. Das haben wir. Gut, da würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.